Guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Wenn Sie die Bedingungen sich schon angeschaut haben, die ja seit einer Woche online geschaltet sind, dann haben Sie vielleicht schon festgestellt, dass es doch ein paar Änderungen dieses Jahr gibt. Und aus diesem Grunde haben wir uns auch entschlossen, schon eine Vorabversion frühzeitig bereitzustellen. Jetzt sind die endgültigen Bedingungen da. Und ich möchte Ihnen so ein bisschen erläutern, was hat sich eigentlich geändert, wie sehen die neuen Bedingungen aus, wie attraktiv sind sie eigentlich, denn wir wollen ja Sie motivieren, auch darüber nachzudenken, welche Effizienzmaßnahmen Sie in Ihrem Unternehmen umsetzen können, bei denen wir Sie gerne unterstützen können, wenn Sie bestimmte Voraussetzungen einhalten. Die wettbewerblichen Ausschreibungen selber fördern die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen im Bereich der Elektrizität, das heißt, wir schauen nicht auf die Wärmeseite, sofern sie nicht mit Strom erzeugt wird. Also wenn wir Elektrowärme haben, dann ist es sehr wohl ein Thema. Alle andere Wärme, die aus fossilen Energieträgern, erneuerbaren Energieträgern kommt, ist nicht förderfähig im Rahmen dieses Programms. Unterstützt werden zudem nur Effizienzmaßnahmen, die anderweitig nicht umgesetzt würden. Also es gibt dieses Additionalitätskriterium. Das, was Sie sowieso als Business as usual machen, wollen wir natürlich nicht zusätzlich fördern, sondern nur das, was Sie ein bisschen anspruchsvolleres sozusagen machen, wollen wir fördern. Und es ist so, dass natürlich viele Interesse an dem Geld haben und deshalb sagen wir wollen die Fördergelder so effizient wie möglich einsetzen. Das heißt, wir fördern die Maßnahmen, die das günstigste Verhältnis aus Kosten zur erzielter Stromeinsparung, also die beste Kostenwirksamkeit letztendlich erzielen. Die Grundlage für die wettbewerblichen Ausschreibungen finden sich in der Energieverordnung im sechsten Abschnitt Artikel 4. Da steht drin, dass sozusagen die wettbewerblichen Ausschreibungen durchgeführt werden. Und die Mittel für die wettbewerblichen Ausschreibungen kommen letztendlich aus dem Netzzuschlag. Ein Teil des Netzzuschlages geht in die wettbewerblichen Ausschreibungen rein. Das heißt, jeder, der Strom bezieht, leistet letztendlich einen Beitrag dafür, dass wir dieses Programm pro Kilowatt durchführen können. Im Rahmen der wettbewerblichen Ausschreibung unterscheiden wir zwei Typen von Fördermaßnahmen, nämlich zum einen die Projekte und zum anderen die Programme. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir bei den Projekten fördern wir einen individuellen Antragsteller für Maßnahmen, die dieser eine Antragsteller umsetzt, also eine 1:1 Beziehung letztendlich. Und im Rahmen von Programmen fördern wir eine Organisation typischerweise, die Maßnahmen bei vielen potenziellen Kunden umsetzt. Das heißt, das ist so ein Multiplikatorprogramm. Klassisches Beispiel für diese Programme ist zum Beispiel jemand, der organisiert, dass bei Einfamilienhausbesitzern der alte Elektroboiler durch einen Wärmepumpenboiler, Warmwasserwärmepumpe ersetzt wird und dass da entsprechend einen Förderbetrag ausbezahlt. Die Förderbeiträge für die Projekte, die wir uns heute ein bisschen fokussieren wollen, können zwischen 20.000 bis 2 Millionen Franken betragen. Wir haben diesen Wert angehoben. In den vorherigen Ausschreibungen war der Maximalbetrag immer begrenzt auf 1 Million Franken. Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Betrag anzuheben auf 2 Millionen Franken, um tatsächlich auch zu ermöglichen, dass Sie größere Projekte umsetzen können und trotzdem auch Fördermittel bekommen. Wenn Sie die maximale Förderquote von 40% berücksichtigen, dann heißt es, Sie können einen relativ großen Zuschuss kriegen für Projekte in der Größenordnung bis 5 Millionen Franken. Also damit sollten Sie eigentlich schon alle möglichen Effizienzprojekte, die in Ihrem Unternehmen realisierbar sind, auch tatsächlich kofinanzieren können. Was wir nicht finanzieren, sind Maßnahmen mit einer Payback-Zeit kleiner 4 Jahre. Das hängt damit zusammen, dass wir ja gesagt haben, wir wollen additionelle Maßnahmen sagen und alles das, was eine Amortisationszeit hat, kleiner 4 Jahre, sagen wir, ist das, was Sie eigentlich als vernünftiger Unternehmer umsetzen sollten. Deshalb fördern wir das nicht explizit. Es gibt noch Sonderregelungen für Unternehmen mit Zielvereinbarungen. Da ist es so, dass nur Maßnahmen gefördert werden können, die nicht im Rahmen der Zielvereinbarung umgesetzt werden müssen. Also nur die, die sozusagen als im Rahmen der Zielvereinbarung unwirtschaftlich sind, können natürlich auch hier gefördert werden. Was sind es klassischerweise für Themen?
welche Technologien werden im Rahmen der Ausschreibung so typischerweise eingereicht. Hier ein Bild von den Projekteinreichungen aus dem Jahr 2015, also aus diesem Jahr. Was Sie sehen, wir haben bis im Moment Projekteinreichungen sehr stark im Bereich der Beleuchtung, nämlich im Bereich der Raumbeleuchtung und der öffentlichen Beleuchtung, macht ungefähr knapp 2/3 der eingereichten Projektvolumina aus. Weitere große Anteile im Bereich der mechanischen Prozesse, Antriebe, Pumpen, Kältetechnologien, aber auch im Bereich Drehzahl, Frequenzumformer, Transformatoren haben wir einiges und auch ein bisschen was natürlich im Bereich der Prozesswärme bei den energieintensiven Industrien. Und was wir uns natürlich wünschen würden, ist, wenn wir gerade diesen Teil ein bisschen stärken können, auch vielleicht tatsächlich Effizienzinvestitionen tatsächlich in eigentlichen Prozessen fördern können. Denn wir sehen natürlich, hier kann man viel machen, hier gibt es große Potenziale, aber wir wollen natürlich so ein bisschen einen Mix der Technologien auch fördern, um sozusagen auch hier in der Breite Verbesserungen zu erzielen. Wie sehen die klassischen Kosten aus einer Maßnahme? Was wir gemacht haben, ist, wir haben mal so die Kostenkurve der einzelnen eingereichten Technologien gebildet. Jetzt bezogen auf die Programme in den Jahren 2010 und 2014, also ein bisschen abweichend, aber Maßnahmen sind typischerweise vergleichbar. Und was man sieht, sehr kostengünstig sehen wir hier an dem unteren Bereich solche Maßnahmen wie eine Betriebsoptimierung, Warmwasserwärmepumpen, Rechenzentrum, effiziente Haushaltsgeräte, Druckluft, Beleuchtung, die sehr kostengünstiges Verhältnis haben, wo wir ungefähr mit Kosteneinreichungen hatten zwischen 1,4 und 2 Rappen pro Kilowattstunde eingespart. Und wir haben am hinteren Ende eher teurere Maßnahmen wie Kühlgeräte, Kälteanlagen, Wärmerückgewinnung, also Maßnahmen, die so ein bisschen größeren Engineering-Anteil haben, die deshalb dazu neigen, immer ein bisschen teurer zu sein. Aber sie fallen auch noch immer in das Förderraster hinein und sind entsprechend förderfähig. Wenn Sie noch gar nicht so wissen, was können Sie eigentlich bei sich im Hause tun an Effizienzmaßnahmen, dann bieten wir natürlich darüber hinaus neben den Fördermitteln auch Informationsangebote. Im Rahmen des Energie-Schweiz-Programms ist eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, Tools, Informationsbroschüren, Checklisten und Ähnliches entstanden, das Ihnen hilft dabei zu identifizieren, wo sind die Einsparpotenziale in Ihren Unternehmen, wie groß sind sie und was kostet es denn, sie zu realisieren. Und Sie sehen, dass Sie eigentlich für alle Querschnittstechnologien, Druckluft, Kälte, Motoren, Straßenbeleuchtung, Ventilatoren, überall eigentlich ein Informationsangebot haben. Das heißt, es empfiehlt sich durchaus auch, einfach mal auf diese Seiten zu gehen und sich diese Tools und Informationen, die dort angeboten werden, anzuschauen und zu schauen, können Sie die einfach auch nutzen, um die Potenziale in Ihrem Unternehmen zu identifizieren. Wichtiges sind natürlich die Stichtage. Wir haben unterschiedliche Stichtage für die Programme und die Projekte für die Einreichung. Wichtiger Stichtag für die Projekte ist der 1. Februar 2016 für die erste Runde. Das heißt, wenn Sie einen Förderantrag stellen wollen für ein Projekt, dann muss er bis zum 1.2.2016 bei uns eingereicht sein. Für die Programme haben Sie ein bisschen mehr Zeit, 18.2.2016. Und wir haben ein Budget in der Größenordnung insgesamt für das kommende Jahr von 45 Millionen Franken zur Verfügung. Das wird auch in den Folgejahren etwa diese Größenordnung sein. Für 40 bis 50 Millionen Franken Budget steht für die wettbewerblichen Ausschreibungen pro Jahr zur Verfügung. Und Sie sehen, für die Projekte gehen wir mal davon aus, dass wir in der ersten Runde vermutlich so etwa 10 Millionen Franken zur Verfügung und schauen natürlich, dass möglichst dieses Geld auch durch Projektanträge abgeholt wird. Wichtig für die Eingabe bei den Projekten gibt es ein Online-Tool. Das heißt, da müssen Sie auf einer Webseite Daten eingeben. Sie müssen es dann hinterher, glaube ich, aber trotzdem noch ausdrucken und zuschicken, dass wir eine rechtsgültige Unterschrift haben. Bei den Programmen ist es komplett offline. Da ist es ein Excel-Tool, was Sie ausfüllen müssen und dann auch uns entsprechend zuschicken müssen. Die Links auch dabei für die Ausschreibungsunterlage. Was hat sich Wesentliches geändert in der 7. Ausschreibungsrunde? Auch das möchte ich nochmal zusammenfassen, denn es hat sich etwas Grundlegendes geändert in dem Schema, wie wir sozusagen die Berechnung durchführen, wie hoch
der Zuschuss ist, den sie bekommen können und ob sie überhaupt einen Zuschuss bekommen können. In der Vergangenheit war es so, dass sie immer bei der Berechnung eigentlich eine Referenztechnologie angeben mussten. Sie mussten sich also ausdenken, wenn sie investieren, wie würde die Standardinvestition aussehen mit einer Standardeffizienz und wie würde die effiziente Anlage aussehen. Und für beide Anlagen müssen sie eigentlich Kosten und Verbrauch kennen. Das hat immer zu ein bisschen Schwierigkeiten geführt, weil was ist denn die Standardanlage? Welchen Verbrauch hat die Standardanlage nach heutiger Technologie? Da gab es immer Schwierigkeiten, dieses zu machen. Sie brauchten zwei Angebote auch. Sie brauchten zudem ein Angebot für etwas, was sie ja eigentlich gar nicht kaufen wollten, nämlich die Standardanlage. Und deshalb haben wir gesagt, wir versuchen sie dort zu entlasten. Wir wollen das Verfahren vereinfachen. Das heißt, wir verzichten zukünftig komplett auf die Definition einer Standard, einer Referenztechnologie, sondern wichtig ist für die Ermittlung nur noch, was haben Sie installiert im Moment und was installieren Sie zukünftig. Und nur noch die Daten dieser beiden Anlagen, der bestehenden Anlage und der zukünftigen Anlage, benötigen Sie in Bezug auf Kosten und Verbrauch, um letztendlich sozusagen die mögliche Höhe des Zuschusses zu berechnen. Was sich auch geändert hat, ist entsprechend, in der Vergangenheit war es so, dass sich der maximale Fördersatz, der bis zu 40% der Investition betragen kann, abhängig davon war, wie hoch war die Amortisationszeit der Maßnahme. Je höher die Amortisationszeit, desto höher konnte der maximale Zuschuss sein. Auch das haben wir ein bisschen umgestellt, um es zu vereinfachen. Maßgeblich ist jetzt nur noch das Alter der bestehenden Anlage. Wenn die Anlage sehr, sehr alt ist, dann wird der Zuschuss, den Sie bekommen können, immer kleiner, weil wir davon ausgehen, wenn die Anlage sowieso schon sehr alt ist, müssen Sie sowieso ersetzen. Dann ersetzen Sie nicht wegen der Energieeffizienz, sondern weil Sie die Anlage ersetzen wollen. Das wollen wir nicht mehr fördern. Aber wenn die Anlage noch relativ neu ist, nicht nagelneu natürlich, aber so in der zweiten Lebenshälfte, sage ich mal, Ihres Alters ist, dann wollen wir Sie eigentlich motivieren, tatsächlich einen Ersatz zu machen, um die Effizienzpotenziale zu erschließen. Und dann kriegen Sie auch eine entsprechend hohe Förderung. Sie sehen das gleich noch ein bisschen in einem Diagramm, wie denn die Förderhöhe in Abhängigkeit vom Alter der Anlage abhängt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Förderbeiträge angehoben, da hatte ich schon drüber gesprochen. Was wir zukünftig nicht mehr fördern werden, sind Neuinvestitionen. Das heißt, wenn Sie irgendwo auf der grünen Wiese eine neue Fabrik bauen und Sie installieren dort effiziente Technologie, dann ist das zukünftig nicht mehr förderfähig. In der Vergangenheit war es förderfähig, allerdings es gab nur ganz wenige Fälle, wo das überhaupt der Fall war, sodass wir gesagt haben, wir streichen die Neubauförderung komplett raus, ist also zukünftig nicht mehr förderfähig. Wir haben ein bisschen uns Mühe gegeben, auch klarer zu machen, wie sehen denn die Ausschlusskriterien aus? Was ist denn nicht förderfähig? Und was zum Beispiel nicht förderfähig ist, ist alles das, was gesetzlich vorgeschrieben ist an Maßnahmen. Zwei Beispiele dafür: Wenn Sie heute in der Straßenbeleuchtung Quecksilberdampflampen haben, dann können Sie da keine neuen Leuchtmittel mehr beschaffen. Das heißt, Sie müssen diese Lampen aus gesetzlichen Gründen sowieso austauschen. Das heißt, wir fördern eine Umrüstung der Quecksilberdampflampen zukünftig nicht mehr. Haben Sie Natriumdampflampen, ist es weiterhin förderfähig. Also alles das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, kann nicht mehr gefördert werden. Schauen wir auf die Kälteanlagen. Haben Sie eine alte Kälteanlage mit R12 oder R22 als Kältemittel? Auch hier gilt, Sie müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben eigentlich die Kälteanlage erneuern. Dann fördern wir das nicht. Das heißt, wenn Sie R12 oder R22 Kälteanlage erneuern wollen, dann ist es eben ausgeschlossen, dass Sie eine Förderung kriegen. Was wir auf der anderen Seite etwas erschwert haben oder deutlicher gemacht haben, erschwert ist vielleicht der falsche Ausdruck, wir haben beim Antragsverfahren in Bezug auf den Entfall der Referenztechnologie vieles vereinfacht und simpler gemacht für Sie als Antragsteller, dass Sie weniger sozusagen hierzu brauchen, insbesondere nicht Dinge brauchen, die Sie eigentlich im normalen Prozess, wenn Sie eine Maßnahme im Unternehmen umsetzen, brauchen. Was wir aber ein bisschen verstärkt uns anschauen und wo wir verstärkte Klarheit wollen zukünftig, ist, wie Sie die Einsparung, die Sie erzielen, tatsächlich nachweisen. Es genügt also nicht mehr, ich habe es erneuert, hat 20% eingespart, sondern es ist klar zu machen, wie tatsächlich die Einsparung ermittelt wird. Bei größeren Einzelprojekten natürlich typischerweise durch eine Messung vorher und eine Messung nachher.
unter Berücksichtigung natürlich von Produktionsfaktoren. Wenn die Produktion sich ändert, muss man das natürlich bei einem Vergleich vorher-nachher berücksichtigen. Also hier wird es ein bisschen strenger werden, da werden wir zukünftig ein bisschen stärker drauf kommen. Also nicht mehr pauschal aussagen, wir sparen 20% ein. Warum? Wissen wir nicht. Wird so in Zukunft nicht mehr so einfach sein, sondern es muss klar sein, klar beschrieben sein, wie der Nachweis der Einsparung tatsächlich erbracht wird. Jetzt zur Frage des maximalen Fördersatzes. Was Sie sehen, ist, wir unterstellen grundsätzlich für alle Geräte und Anlagen eine Nutzungsdauer von 15 Jahren. Das ist sozusagen das, was gesetzt ist. Und bei diesen 15 Jahren machen wir es dann so, dass wir sagen, in der ersten Hälfte des Lebensalters der Anlage, also in den ersten 7,5 Jahren, wenn die Anlage also weniger wie 8 Jahre alt ist, dann können Sie bis zu 40% Förderung beantragen. In der zweiten Lebenshälfte der Anlage, also von 7 bis 15 Jahre, sinkt der maximale Fördersatz linear ab. Das heißt, je älter Ihre Anlage ist, desto weniger Förderhöhe bekommen Sie, bis hinunter zu 25% bei 15 Jahren. Und wenn die Anlage älter ist wie 15 Jahre, dann gibt es pauschal maximal noch einen Fördersatz von 15%. Unabhängig sozusagen damit vom Alter. Der Hintergrund ist, wir wollen natürlich, deshalb auch hier der Sprung, wir wollen, dass Sie nicht erst dann, wenn die Anlage eigentlich ihr Lebensende erreicht hat, tätig werden, sondern wir wollen, dass Sie früher tätig werden und damit setzen wir mit dieser Rampe sozusagen diesen Anreiz. Wir haben zudem für einige wenige Technologien eine kleine Ausnahme von dieser Standardregel Lebensdauer 15 Jahre gemacht, weil wir wissen, manche Technologien sind einfach länger im Einsatz, haben eine längere Lebensdauer. Es ist aber eine ganz eng begrenzte, limitierte Liste und alles, was nicht auf dieser Liste aufgeführt ist, für die gilt eben die 15 Jahre. Und diese Sonderliste, für die eine Lebensdauer von 25 Jahren gilt, umfasst die Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Elektromotoren größer 20 Kilowatt, Transformatoren, hier muss man aufpassen, nur Transformatoren außerhalb von Netzen der öffentlichen Versorgung sind überhaupt förderfähig. Das heißt, wenn Sie ein EW sind, haben Netze, Transformatoren im Netz der öffentlichen Versorgung, sind diese von der Förderung ausgeschlossen. Gleichrichtanlagen größer 50 kW, ORC-Anlagen, wenn Abwärme genutzt wird, die anderweitig nicht verwendet werden kann, und Erdgasexpansionsanlagen, wenn Sie Druckgefälle nutzen, was Sie ansonsten nur wegdrosseln würden, dann können Sie tatsächlich auch mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren hier rechnen. Was sich auch so ein bisschen geändert hat, ist, wir versuchen nicht mehr nur in Worten zu beschreiben, wie wir dann rechnen, sondern wir gehen mehr den ingenieurmäßigen Weg und schreiben Ihnen eine Formel in die Ausschreibungsbedingungen. Das heißt, Sie sehen, die jährliche Einsparung wird berechnet aus dem Energieverbrauch der bestehenden Anlage minus dem Energieverbrauch der neuen Anlage. Das ist die jährliche Einsparung. Und wenn Sie dann die Einsparung über die Nutzungsdauer anschauen, dann sehen Sie natürlich, die wird multipliziert mit der Lebensdauer. Die jährliche Einsparung multipliziert mit der Lebensdauer. Aber es gibt noch einen Zusatzfaktor von 0,75. Der schneidet jetzt Ihnen sozusagen den Unterschied zwischen der Standardtechnologie und der Referenztechnologie raus. Es gibt natürlich eine natürliche Effizienzverbesserung. Die wollen wir Ihnen aber nicht in der jährlichen Einsparung anrechnen. Deshalb kürzen wir einfach um ein Viertel die anrechenbare Einsparung über die Lebensdauer heraus, hat aber für Sie eigentlich keine große Auswirkung, denn die Amortisationszeit, wenn Sie eine Amortisationszeitrechnung machen, bleibt natürlich für Sie trotzdem die volle Einsparung realisiert. Das heißt, das ist eine reine Rechengröße, die lediglich eigentlich für uns eine Bedeutung hat, dass wir nicht überschätzen, welche Einsparungen wir durch unser Programm tatsächlich initiieren. Bei den Projektkosten, auch hier machen wir keine Trennung mehr zwischen einem Energieanteil der Investition und der gesamten Investition, sondern anrechenbar ist die gesamte Investition der Neuanlage. Das heißt, Sie können einfach Ihr Angebot nehmen und nehmen den Betrag aus dem Angebot als Investitionskosten. Das Einzige, was Sie abziehen müssen noch, ist, wenn Sie Zuschüsse von sonstiger dritter Seite erhalten, dann müssen Sie die natürlich berücksichtigen auch. Die reduzieren Ihre Investition entsprechend. Und bei der Amortisationszeitberechnung, die Sie brauchen, um zu entscheiden, sind Sie oberhalb oder unterhalb 4 Jahre, ganz einfach Investition durch anrechenbare Stromeinsparung
mal Standardstrompreis. Und auch hier haben wir eine Vereinfachung gemacht. Wir rechnen im Bereich der Industrie mit einem Standardstrompreis von 15 Rappen pro Kilowattstunde. Wenn Sie den verwenden, brauchen Sie keinerlei weitere Nachweise zum Strompreis zu führen. Wir lassen Ihnen aber ein Hintertürchen offen. Wenn Ihr Strompreis deutlich abweicht und das hat eine Auswirkung, dass Sie vielleicht sonst rausfallen, dann dürfen Sie auch mit Ihrem persönlichen individuellen Strompreis im Unternehmen rechnen, müssen den aber dann natürlich selbstverständlich deutlich nachweisen über Stromrechnung, dass das entsprechend belegt ist. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich denke, pro Kilowatt macht es relativ einfach, Strom einzusparen und viel Geld zu kassieren, viel Fördergeld zu kassieren. Das Antragsverfahren ist relativ einfach und simpel geworden. Sie brauchen dafür eigentlich nichts weiter als das, was Sie für die Projektumsetzung sowieso brauchen. Sie brauchen ein Angebot, Sie brauchen die Kosten, Sie müssen die Einsparung abgeschätzt haben und dann müssen Sie noch zwei Sätze schreiben, warum Sie es denn machen und wie es denn aussieht. Also relativ einfach und schlankes Verfahren. Sie haben zudem die Möglichkeit, dadurch, dass wir zwei Antragstermine für die Projekte haben, wenn Ihnen jetzt der 1. Februar zu knapp ist und Sie meinen, Sie schaffen es nicht mehr oder Sie kriegen die interne Bewilligung nicht, sollte Sie nicht stören, schauen Sie auf den zweiten Termin im August. Warten Sie nicht erst, bis der Termin kommt, bereiten Sie sich trotzdem mal vor. Dann können Sie sehen, schaffe ich es noch rechtzeitig vor dem 1. Februar, reichen Sie in der ersten Runde ein. Ansonsten haben Sie immer noch die Möglichkeit, in der zweiten Runde das Projekt tatsächlich einzureichen. Und vielleicht als kleine Motivation, wir sagen, die Amortisationszeit muss größer sein, 4 Jahre. Wenn Sie die Amortisationszeit von 4 Jahren auch mal umrechnen in eine interne Verzinsung, dann heißt es eigentlich, Sie fordern eine interne Verzinsung von 25%. Und ich glaube, wenn Sie schauen, was Sie im Moment für eine Verzinsung bei der Nationalbank bekommen, dann sind die 25% eigentlich eine relativ attraktive Variante, um Ihr Geld zu investieren als Unternehmen. Und insofern bleibt mir nur noch zu wünschen, viel Glück und Erfolg bei Ihrem Antrag. Dankeschön.